Kolleginnen und Kollegen, liebe Fans im Stadion, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Werder Bremen. Neben mir begrüße ich die beiden Trainer, Florian Kohlfeldt und Markus Gisdol. Unsere Gäste haben wie immer das erste Wort zum Spiel. Bitte schön, Herr Kohlfeldt. Muss ich drauf? Nee, ist an. Ja, schönen guten Abend an alle, die uns hören. Zunächst mal natürlich herzlichen Glückwunsch an den FC, herzlichen Glückwunsch, Markus, zum Sieg heute und insbesondere auch zu der Energieleistung der letzten Wochen. Das ist schon beeindruckend. Ja, das führt mich zum Spiel. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit heute eine Ausrichtung gewählt, die nur für dieses Spiel gelten soll und auch nur gelten wird. Die wird zum Rückrundenstart wieder anders sein. Wir hatten nach dem Mainz-Spiel das Gefühl, dass wir aufgrund der personellen Konstellation und auch insbesondere aufgrund der schon etwas greifbaren Verunsicherung zunächst einmal etwas defensive Herangehensweise wählen müssen, um Stabilität ins Spiel zu bringen, und wollten ein Stück weit kontern, in der Hoffnung auch, dass der FC vielleicht durch die letzten beiden Siege tick zu mutig ist. Waren sie nicht, haben sie sehr gut gemacht. Wir sind nicht in den Konter gekommen, haben aber natürlich auch eigentlich nicht wirklich was zugelassen. Das sind zwei lange Bälle, die du wegverteidigen musst. Da gibt's eigentlich nichts. Einmal aus dem Freistoß, wo wir nicht aufpassen, und dann das Gegentor. Gehen 0-1 in die Halbzeit. Ist denn so, aufgrund des Ballbesitzes und der grundsätzlichen Bemühungen, nach vorne zu spielen, würde ich da auch von der verdienten Halbzeitführung von Köln sprechen. Gehen dann raus, zweite Halbzeit, versuchen wirklich alles, leben in der jetzigen Konstellation, meiner Meinung nach, alles probiert, um dieses Spiel noch zu drehen. Dann haben wir nochmal drei Verletzte in der zweiten Halbzeit, müssen umstellen. Das eine Mal war schon ganz schön kribbelig, wer dann noch Innenverteidiger spielt und wer wo spielt. Benny Goller dann links, Finn Bartels rechts, Dreier Innenverteidigung. Haben trotzdem weiter nach vorne gespielt, hatten dann noch eine Torchance durch Milot. Natürlich hatte der FC auch Konterchancen. Das Abseitstor war abseits, auch wenn es ein Millimeter war, aber war abseits. Also werde ich mich nicht in die Reihe derer einreihen, die sich dann darüber beschweren. Wenn es abseits ist, ist es abseits. Dementsprechend haben wir 1-0 verloren. Und ein allgemeiner Satz sei mir noch erlaubt. Das war eine wirklich schlechte Hinrunde aus verschiedensten Gründen, die sowohl bei uns liegen, als auch durch Dinge passiert sind, die nicht so vorhersehbar waren. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir kämpfen werden und dass wir nicht absteigen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Markus, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, wir waren uns sehr wohl bewusst, dass das vielleicht heute unser schwierigstes Spiel ist von diesen drei in der englischen Woche. Zum einen löst es ja auch immer ein bisschen was aus, wenn du auf einmal über dem Strich bist und einen Gegner spielst, der vor einer Woche für uns noch fast nicht erreichbar schien, hast du natürlich auch ein bisschen was zu verlieren. Wir wollten uns aber total auf dieses Spiel auch fokussieren und fixieren. Ist uns gut gelungen, auch wenn die Bremer uns überrascht haben mit ihrer Anfangsformation. Wir wussten nicht richtig, wann sie Raute spielen, wann sie Dreierkette, Fünferkette spielen, je nachdem. Wir wollten da flexibel reagieren und wir haben es in der ersten Halbzeit dann wirklich gut gelöst. Wir sind wirklich geduldig gewesen, haben gesagt, auf keinen Fall in Konter laufen, dass uns diese Sachen nicht passieren. Geduldig spielen und auf unsere Chance lauern. Haben dann aus wenigen Möglichkeiten tatsächlich das 1-0 gemacht. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit einfach auch ein bisschen Tribut gezollt für die Energieleistung, die wir in den letzten Tagen insgesamt absolviert haben. Hat man vielleicht auch noch gespürt, vielleicht ein Tag weniger Pause ist dann doch viel gegenüber dem Gegner. Und Bremen hat in der zweiten Halbzeit auch gut gespielt. Ja, wir haben uns da wirklich laufen lassen und in Bewegung gebracht und hatten dann in der einen oder anderen Situation auch das notwendige Quäntchen Glück, das du dann auch brauchst, aber haben versäumt, auch die Konter noch ein bisschen besser zu Ende zu spielen. Wir sind happy, dass wir die drei Punkte gemacht haben. Schöner Ausklang von dieser turbulenten Vorrunde und der Phase jetzt, seitdem ich da bin. 3 Siege in Folge vor 8 Tagen, wenn das jemand gefragt hätte. Ich glaube, wären nicht so viele da gewesen, die gesagt hätten, das können wir danach schreiben. Jetzt ist es tatsächlich so. Aber ja, wir wären ja nicht in Köln, wenn ich dann jetzt vielleicht schon wieder die Träume beginnen würden. Ich kann nur sagen, ganz ruhig bleiben. Unser Ziel ist, Ende Mai hier zu sitzen, hier zu stehen, zu sagen, okay, wir haben es geschafft und dürfen eine weitere Saison erste Bundesliga spielen. Nur um da Fragen vorwegzunehmen. Vielen Dank, den Bremer eine gute Heimreise und alles Gute für die Rückrunde. Dankeschön. Vielen Dank, Markus. Fragen an die beiden Trainer. Jürgen Kemper vom Express legt los.
Herr Gisdol, Sie mussten Jonas und Isi auswechseln. Können Sie zu beiden schon was sagen? Nein, Jonas hat einen Schlag bekommen. Der sieht nach einer starken Prellung aus. Und bei Isi wird es eine Muskelverletzung sein. Aber in welcher Form die jetzt ausfällt, müssen wir noch genauer diagnostizieren. Aber es war so eine Materialschlacht, das hat man ja gemerkt. Die Bremer haben auch den einen oder anderen verletzungsbedingt auswechseln müssen. Wir sind auf dem Zahnfleisch dahergegangen. Es war dann auch nicht leicht, weil ich eigentlich noch gerne wechseln wollte früher. Aber ich hatte immer das Gefühl, müssen wir so lange wie möglich ziehen, den letzten Wechsel. Weil es jeder Moment auch bei einem anderen Spieler noch was passieren kann. Deswegen bin ich froh, dass wir zum Schluss dann so durchgekommen sind. Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger. Ja, Gisdol, wenn man sich nochmal die Uhr nochmal 7 Tage und 3-4 Stunden zurückdreht, war die Stimmungslage sicherlich eine ganz, ganz andere hier am Rhein-Energie-Stadion oder am Geisburgheim. Sie haben natürlich einiges verändert, das haben wir ja personell auch gesehen, aber war das nur der Grund, dass es jetzt auf einmal, ja, innerhalb von einer Woche hat der FC ja mehr Punkte geholt als in knapp 4 Monaten zusammen? Also bei mir war die Stimmungslage tatsächlich nicht so arg anders. Ich bin da, glaube ich, immer in einem ganz guten Level. Muss man auch als Trainer, glaube ich, sein, gerade in schwierigen Momenten, dass die Mannschaft weiß, da hat sie einen verlässlichen Partner. Ich habe aber gesehen, wie die Mannschaft im Training gearbeitet hat. Und ich habe gesehen, was die Jungs da abrufen, auch in den Trainingssituationen, wie sie miteinander umgehen, wie sie die Situation annimmt und wie sie sich unbedingt daraus befreien will. Deswegen war ich zuversichtlich, dass wir früher oder später punkten werden. Dass du dann 9 Punkte holst in 3 solchen Spielen, hätte ich auch nicht vorhersagen können. Aber natürlich sind wir glücklich, dass wir jetzt erstmal diesen Schritt gemacht haben. Und ich glaube, alle in Köln so ein bisschen beruhigter jetzt erstmal Weihnachten feiern können und die ganz große Aufgeregtheit weg ist. Man kann in Ruhe sein Weihnachtsessen zu sich nehmen, ohne dass man Magenbeschwerden dann bekommen würde. Alex Haubrichs für den Express. Ja, Gisdol, der Rafa Schischos hat eben gesagt, er hätte in der Hinrunde auch das ein oder andere Mal Lehrgeld bezahlt. In den letzten Spielen war er sicher auch eine Stütze für Sie. Können Sie vielleicht, also er leitet das Tor ein, können Sie vielleicht ein Wort zu seiner Rolle in Ihrer Mannschaft sagen? Habe ich jetzt richtig verstanden, Rafa Schischos, dass er ein bisschen Lehrgeld bezahlt hat, dass er das erzählt hat? Ja, er sagt, er hätte in der Hinrunde auch das ein oder andere Mal Lehrgeld bezahlt, aber jetzt wäre er und die Mannschaft wahrscheinlich auch da und ja, ein bisschen Wort zu seiner Rolle. Es war vielleicht so, dass er die eine oder andere Situation auch sehr stark auf sich münzt. Er ist ein Spieler, der viel Verantwortung übernimmt, der aber, glaube ich, immer mit der Spielklasse wächst, in der er sich bewegt. Und ich bin sehr froh, dass wir ihn haben. Er nimmt immer Verantwortung, er will den Ball auch, spielt den Ball auch so nach vorne, wie wir uns das wünschen, weil er sich da nichts draus macht aus engen Situationen. Aber er ist auch in unserer Kabine wichtig. Und deswegen ist einer tatsächlich unserer Stützen in den letzten Tagen und Wochen gewesen. Auch wenn vielleicht so ein optisch der ein oder andere kleine Lapsus drin war, den ich aber nicht so überbewerten würde. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Wünsche Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank für die Zusammenarbeit im letzten Jahr und einen schönen Abend. Unseren Gästen natürlich eine schöne Reise. Vielen Dank. Vielen Dank. Frohe Weihnachten.